Als erstes kreuzt man an, dass man ausdrücklich auf eine ärztliche Aufklärungsgespräch verzichtet. Ist es nicht ein bisschen gefährlich, Massenimpfungen bei allen Menschen gleichzeitig durchzuführen? Hat man überhaupt Erfahrungen damit? Ja, natürlich. Seit Jahren haben wir viele Informationen gesammelt, als wir die Hühner durchgeimpft haben. Ich habe mir dann gedacht, wenn man das den Hühnern schon zumutet, darf ich dann überhaupt noch Bedenken bei der Impfung haben? Ich bin dann zum nächsten Impfzentrum und wollte mich von einem Fachmann überzeugen lassen. Ich kam dort da an. Das Formular, was man ausfüllen muss, war ganz einfach. Als erstes kreuzt man an, dass man ausdrücklich auf eine ärztliche Aufklärungsgespräch verzichtet. Ja. Darunter steht dann nur noch, ich willige die Impfung ein. Zwei Kreuze machen und dann unterschreiben. Das war's. So einfach kannst du noch nicht mal einen Staubsauger an der Tür kaufen. Ja, normalerweise gibt es dann da irgendwie Risiken und die Möglichkeiten und Widerrufsmöglichkeiten, wird alles belehrt. Okay, der nächste Mitarbeiter hat mich sofort angehalten. Sie haben hier noch nichts angekreuzt. Ja, das weiß ich. Ich wollte ja auch ärztliche Beratung haben. Echt? Ja, warum denn das? Aber kreuzen Sie bitte hier an wenigstens, dass Sie die Impfung einwilligen. Aber das kann ich doch nicht entscheiden, wenn ich noch keine Beratung hatte. Nein, so geht es nicht. Sie müssen erst einwilligen und unterschreiben, damit Sie Beratung bekommen. So machen wir das bei allen Geflügeln. In Corona-Zeiten kommst du mit Logik nicht weiter. Dann habe ich einfach nur gesagt, bock, bock, bock und den Zettel unterschrieben. Ich hatte keine andere Wahl, wenn ich meine Fragen mit dem Impfarzt besprechen will. Der Arzt war aber sehr freundlich und hat alle meine Fragen beantwortet. Sind die Impfstoffe normgerecht zugelassen? Nö. Sind dann alle klinischen Studien abgeschlossen? Nö. Kann es schwere Impfschäden geben? Na klar. Haften die Hersteller eigentlich für die Impfschäden? Nö. Ist der Chef von BioNTech Urschein schon geimpft? Ja, nö. Weiß ich nicht. Glaube ich schon. Kann die Impfung sterile Immunität erreichen? Nö, auf keinen Fall. Zu wie viel Prozent schützt die Impfung? Bis zu 95. Aber ich habe gehört, die neueste Studie aus Israel sagt, dass die Impfung bei Delta nur noch 39% schützt. Ja, dann wissen Sie mehr als ich. Kann es Spätfolgen haben? Keine Ahnung. Könnte ich zum Beispiel in 2 Jahren Krebs bekommen? Kann sein. Woher soll ich das wissen? Könnte. Also könnte ich an der Impfung sterben? Ja, natürlich. Bei jeder Impfung können Sie sterben. Ja, aber wenn ich an der Impfung sterben könnte, macht das nicht mehr Sinn, dass ich erst ins Kino gehe und dann impfen?